Warum haben ihre Leute sie mitgenommen? Sie ist hier das Opfer. Herr Stanek, sie hat das Verbrechen gestanden. Sie hat die Bomben gebaut. Hunderte Menschen wurden getötet. Und jetzt trägt sie die Konsequenzen dafür. Aber sie haben sie manipuliert und korrumpiert. Nein, das haben sie nicht. Aber... Es tut mir leid. Aber es hätte viel schlimmer sein können. Sie haben recht. Sie haben ihr Möglichstes getan. Danke, Herr Jensen. Als Eltern wollen wir immer das Beste in den Kindern sehen. Hallo, Sir. Adam, hier ist Aria. Ich habe gehört, was passiert ist. Mein Gott, direkt vor Ihrem Apartment. Was ist vor meinem Apartment passiert? Jemandem wurden alle Implantate rausgerissen. Ist in der Gasse verblutet. Als ich hörte, wo es war, dachte ich... Mir geht's gut, Aria. Ich weiß nicht. Seien Sie vorsichtig. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Oh, da kommt die Ecke. Hier ist die Lara. Ich habe was über diesen Marchenko rausgefunden, den ich mir ansehen sollte. Ja, ich höre. Also, zunächst einmal hieß er nicht immer Viktor Marchenko. Er... Scheiße, ich muss aufhören. Mein Termin ist da. Ich sende Ihnen eine E-Mail. Hoffentlich hilft es. Danke dir, Lara. Ich sehe es mir an. Ich habe dieselben Befehle wie Sie. Sie redet nicht mit der Polizei. Ich kenne Ihre Befehle. Ich muss mit Ihnen über die Sache reden. Tun Sie mir den Wir wollen alle Augmentierungen auslösen. Wir dürfen ihn nicht davon kommen lassen. Ich kenne sie. Wir sind Nachbarn. Ich habe sie in unserem Haus gesehen. Sie sind schwer zu übersehen. Sind Sie zufällig hier, um zu ermitteln? Nein, mich hat niemand geschickt. Was ist hier passiert? Es ist schrecklich. Eine augmentierte Frau wurde ermordet. Direkt vor unserer Wohnung. Sie war in meinem Alter. Wissen Sie zufällig, wer sie war? Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Es ist traurig, dass man in der Sache nichts unternehmen wird. Ob die Opfer stehen auf der Prioritätenliste der Polizei ziemlich weit unten, wie die Hunde auf der Straße. Sie sind kein Polizist, oder? Ich war mal einer. Alte Gewohnheiten. In Amerika? Ja, in Detroit. Aber das ist lange her. Sie haben sicher viel Erfahrung. Sie sind an so etwas gewöhnt. Was ist mit Ihnen? Was interessiert Sie daran? Morbide Neugier? Oh Gott, nein. Ich will nur nach Hause. Detective Montag. Er sagt, ich muss bleiben. Er glaubt, ich hätte was gesehen. Haben Sie was gesehen? Vielleicht. Ganz ehrlich, ich würde lieber nichts sagen. Denn wenn ich etwas gesehen hätte und davon erzähle, dann bringt mich das doch in Gefahr. Sie mögen nicht viel von der Polizei halten. Mir geht es da nicht anders, aber das heißt nicht, dass Sie Informationen zurückhalten sollten. Die sind unfähig, mich zu beschützen. Sie wollen es nicht und es fehlt ihnen der Mut. Wie dem auch sei. Es ist wahrscheinlich Ihre beste Chance, bei dem Fall zu helfen. Ich weiß. Es ist nur, ich traue der Polizei nicht. Bei Ihnen würde ich mich sicherer fühlen. Sie haben ein nachvollziehbares Interesse. Sie sind augmentiert, genau wie das Opfer. Und Sie sehen aus, als könnten Sie mich wirklich beschützen. Es ist nicht mein Fall. Aber vielleicht könnten Sie helfen. Bitte, Herr Nachbar, reden Sie mit Detective Montag, nur zur Information. Er soll nicht denken, er wäre im Urlaub, nur weil das Opfer ein Opti ist. Ich frage den zuständigen Beamten, wie weit er mit den Ermittlungen ist. Wenn ich ihm helfen kann, helfe ich. Danke. Sollte mir noch etwas einfallen, kann ich Sie dann irgendwie kontaktieren? Wollen Sie mir jetzt schon davonlaufen? Bei der ersten Gelegenheit...
Jetzt ist kein Zeitpunkt, um in der Kälte zu stehen. Ich will nur nach Hause, die Tür verrammeln und nie wieder rausgehen. Natürlich warte ich, bis Detective Montag es erlaubt. Und ich werde versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Ich gebe Ihnen Zugriff auf meinen Infolink. Und dann stehe ich Ihnen immer zur Verfügung. Danke, Herr Nachbar. Ich muss mit Ihnen über die Sache reden. Warum redet sie mit ihm, aber nicht mit mir? Ich habe einige Fragen. Ich werde kooperieren. Sie haben Ihre... Was haben Sie hier gemacht? Ich habe Starlight gesucht, meine Katze. Da war ein Blitz und die plötzliche Sicherheit. Ich wusste, dass gerade etwas Schreckliches geschah. Wo waren Sie genau? Im Schatten. Kopf gesenkt. Ich konnte mich nicht bewegen. Du bist so dumm, Daria. Ich hätte heute nicht rausgehen sollen. Schlechte Energien. Sollte ich sonst noch etwas über Sie wissen? Sie wollen mehr über Daria wissen. Was gibt's da zu sagen? Kleinstadtmädchen will in Großstadt ihren Problemen entfliehen. Jemand anderes werden. Hat's geklappt? Nicht wirklich. Man kann nicht vor sich selbst fliehen. In der Großstadt werden deine Probleme nicht kleiner. So funktioniert das nicht. Wie ging der Angriff vor sich? Was hat der Mörder getan? Er war über ihr und hat ihr das Böse rausgeschnitten. Zumindest hat er es so genannt, glaube ich. Sie haben seine Stimme gehört? Laut und deutlich. Er klang selbstbewusst, autoritär, wie ein General, der Truppen befehligt. Was genau hat er gesagt? Es ist Zeit, dich wieder gesund zu machen. Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, wie der Mörder aussah? Ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur einen Schatten gesehen. Der Mann war sehr groß. Der Schatten hat alles verdeckt. Sie können ihn also nicht beschreiben? Sein Gesicht nicht, nein. Seine Kleidung war sehr dunkel. Schwarz, vielleicht blau. War er augmentiert? Er hat sich so bewegt, aber ich bin nicht sicher. Warum trauen Sie der Polizei die Aufklärung des Falls nicht zu? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Was für Erfahrungen? Pfiffe, die ich nicht wollte. Unberechtigte Strafzettel. Die Polizisten hier sind schlimmer als Kinder. Ihr Lebenshöhepunkt war, Teamkapitän ihrer Schulmannschaft zu sein. Ich war Kapitän des Debattierclubs auf der Highschool. Naja, das ist was anderes. Was halten Sie von Montag? Haben Sie ihn schon mal getroffen? Ich war vor Jahren mal auf dem Revier, um mich über einen Strafzettel zu beschweren. Detective Montag ist für den Papierkram zuständig. Wie hat er sich angestellt? Ganz okay, aber er ist ein Schreibtischhengst. Sehen Sie, wie verloren er wirkt? Die Bullen, die einen Mörder fangen können, die werden bei ermordeten Optis nicht eingesetzt. Ich tue, was ich kann, um bei den Ermittlungen zu helfen. Viel Glück. So. Sir, treten Sie vom Tatort zurück. Geiler Typ, gefällt mir jetzt schon. Daria hat also tatsächlich mit Ihnen geredet. Zu mir hat sie kaum zwei Worte gesagt. Was kam dabei raus? Hat sie was gesehen? Sie meinen Ihre Zeugin da drüben. Sie ist noch nicht sicher. Wieso nicht sicher? Entweder hat sie was gesehen oder nicht. Sie hat Angst und glaubt, sie könnte in Gefahr sein. Ich habe ihr gesagt, es sei alles okay und der Täter würde gefasst. Ich würde das gern glauben. Geht mir genauso. Aber wie Sie sehen, war das Opfer augmentiert, so wie Sie. Das macht die Sache komplizierter. Als Cop in dieser Stadt geht es nicht immer darum, das Richtige zu tun oder etwas richtig zu machen. Ich war 12 Jahre lang einer. Ich weiß alles über schlechte Befehle. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dir einer sagt, und dem, was du für richtig hältst. Völlig richtig.
Und wie haben Sie das gehandhabt? Derartige Befehle, meine ich. Ich habe gekündigt. In 2 Monaten liege ich am Strand. Ich kündige nicht, aber ich respektiere Ihren Idealismus. Das ist lange her. Jetzt bin ich bei Interpol. Interpol, hä? Hören Sie, ganz unter uns, mir wurde gesagt, ich soll unnötige Ermittlungen unterlassen. Sie sollen wissen, dass ich so ein Vorgehen ablehne. Wer hat Ihnen diese Vorgabe erteilt? Männer, die Politik machen und selbst niemanden verhaften. Sie wollen den Ehemann des Opfers, Johnny Gunn, Ex-Sicherheitsmann, schwer augmentiert. In Ordnung. Aber wenn Sie das ablehnen, wenn Sie wissen, dass Dinge falsch laufen, warum unternehmen Sie dann nichts dagegen? Das habe ich gerade. Mir sind die Hände gebunden, aber Interpol könnte parallel ermitteln. Der Tatort ist da drüben. Und Johnny wohnt nur ein paar Blocks von hier entfernt. Ich sagte nie, dass ich an Ihrem Fall arbeiten werde. Doch, das haben Sie. Sie haben es Ihrer kleinen Freundin da drüben versprochen, oder nicht? Sie redet nicht mit Cops, weil sie uns nicht traut. Sie ist klug. Ich habe Befehl, den Ehemann zu verhaften. Falls Sie Johnny vor meinen Jungs erwischen, vielleicht erfahren wir dann was Neues. Ich sag Ihnen, was ich rausfinde. Vorsicht wegen der Beweise. Unter Angela Gunns linkem Arm sind Schnittwunden. Offenbar wurde die Augmentierung gewaltsam entfernt. Die Quetschungen an Angela Gunns Hals sind frisch. Offenbar hat der Mörder sie erwürgt und dabei einen teilweisen Fingerabdruck hinterlassen. Interpol, für wen halten Sie sich? In Angela Gunns rechter Schulter steckte eine abgebrochene Nadel. Das hatte sie irgendwie betäubt. Nur weil Montag ihn traut, muss ich das noch lange nicht. Zerbrochene Brille. Sind Sie Journalist? Nein, aber Sie. Ich glaube, gefunden. Sir, treten Sie vom Tatort. Ein Fragment, das in der Nähe von Angela Gunns Leiche gefunden wurde, vermutlich von einer EMP-Granate. Ich habe gehört, das war ein Serientäter. Schmierblätter machen mit sowas Leute. Das hier war politisch. Es ist immer politisch. Der Presseausweis des Mordopfers. Sie war Reporterin. Ich weiß nicht, was hier los ist. Noch irgendwo ist ein Beweis. Wir sind schon 2 Jahre zu spät. Glauben Sie, ich weiß nicht, was hier los ist? Eine herausgerissene Augmentierung. Wer immer das getan hat, wollte sie wohl nicht für sich. Er wollte sie nur aus dem Körper entfernen. Na. Vielleicht morgen. Amüsieren. Okay, ich habe ein... Bevor wir loslegen, sollten Sie etwas über Johnny Gunn wissen. Er ist kein guter Mensch. Ich mag nicht, wie meine Bosse sich auf ihn einschießen, aber das macht ihn auch nicht unschuldig. Mir ist wichtig, dass Sie aus den richtigen Gründen hier sind. Warum sollte ich sonst hier sein? Ich will hier keinen Kreuzzug. Verbrecher begehen Verbrechen. In einer perfekten Welt verhaften wir sie aus den richtigen Gründen. Aber die Welt ist nicht immer perfekt. Sie verhaften den Ehemann des Opfers nur, wenn Sie Beweise haben, richtig? Es reicht nicht, dass er nur ein Opti ist und Ihre Bosse ihn im Knast sehen wollen. Ich halte erstmal die Füße still. Aber ohne Beweis, dass jemand anders Angela getötet hat, oder zumindest, dass Johnny es nicht war, habe ich keine Wahl. Reden Sie mit ihm und teilen Sie mir Ihre ehrliche Einschätzung mit, was hier passiert ist. Ja,
Warum genau vertrauen Sie mir? Weil ich den Eindruck habe, dass Sie kompetent sind. Weil ich alt genug bin, um zuzugeben, dass ich Hilfe brauchen könnte. Und, unter uns, weil ich eine Scheißangst habe, einem Mann wie Johnny Gunn entgegenzutreten. Wie lange sind Sie schon Polizist? Ah, zu lange. Und dann muss es auch noch so enden. Was meinen Sie damit? Ich meine, so einen Fall zu kriegen. Die Zentrale macht sich einen Spaß, bevor sie mich in Pension schickt. Aber keine Sorge, ich werde schon überleben. Ich schaffe das. Der Fall ist ein Spaß für Sie? Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, die Zentrale macht sich einen Spaß. Viele Jahre am Schreibtisch heißt nur, dass ich etwas eingerostet bin. Es gibt so viele Vorurteile gegen Optis seit dem Zwischenfall. Stimmt, und? Nun, zum Glück sind die Polizisten hier alle Profis, stimmt's? Sie behandeln alle gleich, richtig? Egal, ob Opti oder nicht. So einfach ist es nicht, und das wissen Sie. Die Polizei ist kein abstraktes Ideal von Gerechtigkeit und Gesetz. Sie ist ein Instrument der Machthaber. Ein Spiegelbild der Gesellschaft, die sie beschützt. Viel habe ich von diesem sogenannten Schutz noch nicht gesehen. Das kommt darauf an, wen Sie fragen. Ich wollte so einiges. Ich bin hier, weil es mir nicht gefällt, dass jemand direkt vor meiner Nase Leute umbringt. Vielleicht beobachtet er gerade in diesem Moment die arme Zeugin. Oder er sucht eine Gelegenheit, um es wieder zu tun. Das klingt gut, Mr. Interpol. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ich weiß, dass Sie und Johnny sich nicht vertragen haben. Mehr kann ich nicht sagen. Was wissen wir über Johnny, den Ehemann des Opfers? Er hat für das private Sicherheitsunternehmen Bell Tower gearbeitet und wurde schon wegen allem Möglichen verhaftet. Ich glaube zwar an Beweise, aber ich glaube auch an Wahrscheinlichkeit. In 9 von 10 Fällen war es der Ehemann. Warum wollen Ihre Vorgesetzten Johnny einen Mord anhängen? Das kann doch nicht bloß Antipathie sein. Standardvorgehen für Typen wie Johnny. Ich glaube, wenn man einen Mann wie ihn nach Gotham City schickt, gerät er auf die schiefe Bahn und landet bei der Ark oder sonst wo. Er macht 10-mal mehr Ärger, als er wert ist. Aber wenn man ihm was Großes nachweisen kann, ein Mord zum Beispiel, macht er plötzlich keinen Ärger mehr. Ich habe mit Daria gesprochen. Sie bestätigt, dass der Täter ein Mann war. Abgesehen davon weiß sie nicht viel. Sie ist ziemlich aufgewühlt. Ich kann's ihr nicht verdenken. Ginge mir genauso. Sie haben offenbar einen guten Eindruck auf sie gemacht. Seit sie hier sind, ist sie anders. Ruhiger. Ich habe meine erste Frau an einem Tatort kennengelernt. Und ich sage Ihnen was. Heiraten Sie nie Frauen, die Sie gerettet haben. Hat der Mörder etwas zurückgelassen oder kommt Ihnen etwas komisch vor? Ich weiß nicht. Es ist ein Mord. Egal, ob Sie den von der Seite oder im Kopfstand betrachten. Normal wird sowas nie. In der Schulter des Opfers steckte eine abgebrochene Nadel. Der Mörder hat Angela vielleicht zuerst betäubt und dann getötet. Vielleicht. Aber sie war ein Opti. Müssen Sie nicht alle diese Neupo-Scheiße spritzen? Bitte erst das Offensichtliche, dann die wilden Annahmen. Ich nehme an, Sie wissen, dass Ihre Augmentierung entfernt wurden. Anscheinend wusste der Mörder, was er tat. Er wusste genau, was er wollte. Puh. Wie Sie das gerade gesagt haben. Was ist damit? Wie Sie die Entfernung der Augs beschrieben haben. Und davor eine abgebrochene Nadel in der rechten Schulter, richtig? So ist es. Da fällt mir was ein. Da war ein Cop. Smolinski. Er hat hier gearbeitet.
Er hatte diese Theorie über einen Nachahmungstäter, der die Taten eines Mörders von früher kopiert. Svobodka. Es gibt eine Verbindung zu einem anderen Fall? Ich weiß noch nicht. Aber er hat mal was von Nadeln und entfernten Augs gesagt. Smolinski starb bei dem Anschlag auf das Polizeirevier. Seine Akten müssten ins Lager gebracht worden sein. Gegenüber von dem zerbombten Revier. Kann aber auch eine Sackgasse sein. Boah, krass, wie viele unterschiedliche Orte man jetzt schon wieder besuchen kann, ey, dafür. Ich habe an Angelas Hals einen Fingerabdruck sichergestellt. Es ist nur ein Teil und für eine Identifizierung wird's nicht reichen. Aber der Täter hat etwas hinterlassen. Und wir wissen, sie wurde gewürgt. Ein Fingerabdruck. Den muss ich übersehen haben. Genau von solchen Beweisen rede ich. Dann kann sich Johnny nicht mehr rauswinden. Aber wir müssen es ihm nachweisen. Muss ich etwas über den Tatort wissen? Ist Ihnen was aufgefallen? Die zerteilte Leiche ist recht auffällig. Aber ich saß auch 12 Jahre hinter einem Schreibtisch. Für mich ist alles auffällig. Ich habe einen Granatensplitter gefunden. Sieht nach EMP aus. Der Mörder könnte sie damit ausgeschaltet haben. Interessant. Johnny braucht für seine Frau kein EMP. Die Bereitschaftspolizei stellt damit Ruhe und Ordnung wieder her. Bei all den Unruhen für und gegen Optis wäre es kein Wunder, wenn das die Erklärung ist. Trotzdem interessant. Ich habe diese Glasscherbe bei der Leiche gefunden. Vielleicht eine zerbrochene Brille. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In den Nebengassen einer Großstadt sind Glasscherben normal. Boah, der ist aber auch schwierig, ne? Das Opfer hatte diesen Presseausweis bei sich. Gut, ich höre. Warum interessiert uns das? Angela Gunn war Journalistin. Vielleicht hat der Mord etwas mit ihrer Arbeit zu tun. Vielleicht hat sie etwas aufgedeckt. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich will Ihnen bei dem Fall helfen. Um das zu tun, müssen Sie mir sagen, was Sie wissen. Mir helfen, hä? Sie meinen als mein Untergebener? Ich möchte sicher gehen, dass der Täter auch gefasst wird. Genau. Also, ich habe eine Leiche. Angela Gunn. Ich soll auf Druck von oben den augmentierten Ehemann verhaften, Johnny Gunn. Ich habe einen Tatort und Sie. Fürs Erste habe ich was. Sie tut... Ich habe ein... So, dann sind wir hier erstmal durch. Ja. Ich werde zuerst die Akten durchgehen. Ich dachte, sie liegt einfach so da. Man könnte sie wenigstens zudecken. Ja, normalerweise sollte man sowas auch tun. Wir gehen erst zum zerbombten Polizeirevier und sehen die alten Akten ein. Zeigen Sie mir Ihre scheiß Papiere, Opti. Das Gespräch war zwar lang, aber noch nicht so lang. Wie damals Gespräch in Enderal. Enderal. Das waren langatmige Gespräche. Da kommen wir über 2 Parts hinweg mit den Sprechen. Die waren immer noch nicht fertig. Und da waren die Gespräche nur im Minimum in irgendeiner Form interessant, weil sie kein... Sie hat keinen Wert für später. Hier hast du ja wenigstens irgendwie... geht's ja weiter. Also beziehungsweise... irgendwohin führen die ja. So, ich bin jetzt nicht zum Labor gegangen, ich weiß.
Ja, was soll großartig passieren, wenn ich jetzt die Akten aufdecke? Noch einer. Hey, Mann. Alles klar, gehen wir weiter. Hey, was? Hey, Mann! Ausfallmaßnahmen? Du übertreibst. So würde ich nicht mal meinen Hund behandeln. Gehen wir heute Abend was trinken? Ich komme bestimmt nicht einfach so hier rein, oder? Nein! Narschi. Narušujete pořád adek občané. Jež. In meiner Nachbarschaft ist ein seltsamer Mann. Ich sehe ihn seit Monaten in unregelmäßigen Abständen. Er versteckt sich im Schatten. Niemand ist so verrückt, uns anzugreifen. Upsala. Jetzt kenne ich den Code. Muss ich nur warten, dass er wieder rausgeht. Technos sind ziemlich schweigsam. Wir haben Angst vor uns. Komm raus mit dir, Bulle. Keine Sorge. Jetzt sind die Leute wieder unzufrieden mit meinem Mantel. Im Chat. Ja, ich ändere die Mantel nochmal. Ich fand eh das mit diesem komischen, sagen wir mal, weiß nicht, sah aus wie ein Teppichverkäufer. Lass mich da drin krkem. Ich gehe einfach rein. Ich mache erstmal Unordnung. Weil ihr den netten Mann, der in Rente geht, so schlecht behandelt, mache ich eure Akten kaputt. Nein, es könnte natürlich sein, dass hier irgendwas versteckt ist. Moment, jedes Regal ist beschriftet. Als wenn es nur so wenig Polizisten geben würde. Ach, guck mal, was da ist. Nachahmungstäter. Leonie Wolf, alias Jasmine, Alter 31, Stripclub mit Augmentierung, Prostitution, zweiter Atem, Selbsthilfegruppe für geheilte Alkoholiker, Katz,
Zatonika, Schule für Katzenpflege, Tatort, Beweise, Hinweis auf EMP, Opfer augmentiert, Augmentierung entfernt. Fingerabdrücke am Hals, zusammen mit Zeugenaussagen, führte letztendlich zur Verhaftung und Hinrichtung von Marek Svobodka, genannt der Harvester. Und er müsste wissen, also er müsste darüber Bescheid wissen von diesen alten Morden. Es kann also nur ein weiterer Polizist sein. Außer der Mann hat wirklich Ahnung von den Morden. Dann kriegen wir mit dem nachher noch ein Problem. Gibt's auch einen anderen Weg rein? Scheint nicht. Ich kündige, das ist alles. Ich merke gerade, man kann mit der rechten Maustaste zoomen. Niemand ist so verrückt, uns anzugreifen. So viel dazu. Da müssten wir, glaube ich, in dem Gebiet hier erstmal nicht suchen. Oder? Liebes Apartment? Soll da der Mann sein? Nicht weit von hier. Das ist aber recht weit von da. Also jedenfalls von der Position, wo sie ermordet wurde. Finde ich das Libuse-Apartment jetzt nicht gerade um die Ecke. Muss die Strafzettelquote für den Monat noch erfüllen. Ich fasse nicht, dass es so weit gekommen ist. Aber es lohnt sich. Ja, ja, ja. Ist das immer die gleichen Versprechungen bei euch Frauen. Das juckt mich nicht. Teuer, es soll sich lohnen und dann ist die Luft raus nach 5 Minuten. Komm schon. Beantworte Ihre Fragen später, sofern möglich. Muss allerdings. Vor allem, wie oft war ich schon in diesen Apartments drin? Wo steckt die Polizei? Mich interessiert nur, wie sich das alles auf mein Portfolio auswirkt. Was meinen Sie? Ich habe da ja schon jedes Apartment gehackt und sonst irgendwas. Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Ja, Inventar voll. Du auch mal zur Seite, ist auch nichts. Keine Ahnung, wer hier wohnt und vor allem so wohnt. Ist doch schon wieder so eine echt Assi-Wohnung. Das war der Reinigungsdienst.